Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, mit welchem Standardverfahren die Medien die AfD erniedrigen und die Leute über die AfD in die Irre führen. Mir ist der Cicero-Artikel über Dubravko Mandić in Erinnerung geblieben. Deshalb möchte ich nochmal ein Video darüber machen. Drohen mit Pogrom. Die AfD ist bemüht, sich als bürgerliche Partei zu geben. Doch der Auftritt des Freiburger AfD-Stadtrats Dubravko Mandić bei einer Demonstration vor dem SWR-Gebäude in Baden-Baden lässt diese Selbstbeschreibung wie Hohn erscheinen. Wenn man diese Artikelüberschrift gelesen hat, hat man ein maximal negatives Bild über Mandić. Er kommt einem vor wie ein Skinhead, ein Schläger, der Krawall machen will. Schauen wir uns im Kontrast dazu noch einmal seine Rede an. Jedenfalls mir ergibt sich ein völlig anderes Bild, wenn ich diese Rede gesehen habe. Wenn ihr die Rede schon kennt, könnt ihr die nächsten 5 Minuten überspringen. Das ist kein Aufruf zu einer Demonstration, sondern ein Aufruf zur Bedrohung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SWR und ihrer Familien, kommentierte der Leiter des Verdi-Landesfachbereichs Medien, Siegfried Heim. Etwas zart beseitet die Herrschaften da oben. Erzählen uns jeden Tag Lügen, aber wenn man sie dabei ertappt, dann fühlen sie sich gleich bedroht da oben. Ich sage Ihnen da oben, das hier ist nur der Anfang. Wir werden Sie aus Ihren Redaktionsstuben vertreiben. Wir werden uns Ihre Lügen nicht länger anhören. Das ist erst der Anfang des Sturms. Mit solchen Demoaufrufen fördert die AfD Hass und Mordaufrufe gegen Journalisten und ihre Familien. Dies muss von allen Demokraten massiv aktiv bekämpft werden. Ja, liebe Freunde, Hass und Mordaufrufe, das ist nur gegen Patrioten erlaubt, denen Deutschland noch am Herzen liegt und die dieses Land nicht den Bach hinuntergehen lassen wollen, die nicht bereit sind, es wie ein Stück Seife im linksgrün versifften warmen Wasserstrahl auflösen zu lassen. Wir sind den Hass und die mediale Hetzen gegen uns seit vielen Jahren gewöhnt. Wir knicken nicht ein, wenn vor unserem Haus eine Demo stattfindet. Wir riskieren jeden Tag unsere schiere Existenz. Viele Familienväter sind hier versammelt. Sie riskieren jeden Tag den Jobverlust. Da draußen stehen Antifa-Fotografen, professionelle Fotografen mit solchen Objektiven, die sie ablichten, und morgen sollen sie im Internet ihrem Arbeitgeber präsentiert werden, damit gegen sie Maßnahmen ergriffen werden. Und trotzdem stehen wir hier. Wir haben keine Angst. Wir sind aus einem anderen Holz geschnitzt als ihr da oben. Schon der Anflug einer Revolution versetzt sie in Angst und Schrecken. Ja, warum eigentlich? Warum fühlen sie sich denn bedroht? Weil sie wissen, dass an ihren Händen Blut klebt. Sie wissen genau, wem sie dienen. Glaubt doch nicht, dass jeder dieser kleinen Wichte eine eigene politische Propaganda hätte, eine eigene Agenda. Diese Herrschaften, die haben vor allem nur eins: eine kleine, aber gut eingestellte Antenne, die ihnen genau sagt, was sie zu schreiben haben, was sie zu senden haben. Das können sie. Das ist das eine, die Stromlinienförmigkeit. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Es hat auch mit Geld zu tun. Vielen ist nicht bewusst, welche Geldmengen da eigentlich umgesetzt werden. Hier und da hört man, was einer ihrer Führer, was so ein Vorstand dann wirklich verdient. Mehrere hunderttausend Euro, vielleicht auch mal 1 Million Euro im Jahr. Aber es ist die schiere Masse, die sich dort wirklich dumm und dämlich verdient. Ist Ihnen bewusst, wie viele Beschäftigte allein die ARD hat? Es sind über 19.000. Viktor Hese hat einmal im Internet recherchiert. Er hat ein Gutachten analysiert und er hat herausgefunden, dass diese 19.000 im Durchschnitt über 9.000 Euro im Monat verdienen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, was das heißt? Ich glaube, Repple verdient nicht mal so viel als Landtagsabgeordneter.
und daher verdienen 19.000 mindestens das gleiche wie Repple. Damit könnten wir, ich weiß nicht, wie viele Parlamente füllen. Was könnte man stattdessen mit diesem Geld machen? Kürzlich berichtete in der Bild-Zeitung, wie sich die zwei Söhne beschwert haben, deren Vater halb tot geprügelt wurde, ins Koma geprügelt wurde, der jetzt schauen muss, wie er seine Rechnung bezahlt. Ich sag Ihnen, was wir mit Ihrem Geld machen werden. Wir werden Sie zur Kasse bitten. Dereinst werden Sie für Ihre Verbrechen bezahlen müssen. Dann werden Sie von Ihrer Pension, werden Sie die Opfer der Messergewalt irgendwann durchfüttern müssen. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank. Im Folgenden blende ich noch einmal den Artikel ein. Das Erste, was sie machen, ist, den Interpretationsspielraum dessen, was Mandic gesagt hat, maximal negativ auszulegen. Mandic hat ja geschrieben, sie wollen die Redaktion irgendwie, sie wollen sie aus den Redaktionen vertreiben. Das ist natürlich so gemeint, ist ja AfD-Position, dass sie die GEZ abschaffen. Dadurch werden sie folgerichtig aus den Redaktionsstuben vertrieben. Das ist aber natürlich... Dieser Cicero-Mensch und viele andere machen sich aber zunutze, dass Mandic hier nicht scharf formuliert hat, sondern eben einen Interpretationsspielraum gelassen hat, dass sie jetzt wörtlich hochgehen und sie körperlich angreifen. Wenn man aber im Kontext der Rede sich die ganze Sache betrachtet, dann wird klar, vor allen Dingen wie Mandic beschreibt, wie AfDler um ihre Jobs fürchten müssen und dass sie eben den Mut haben, sich hier hinzustellen, dann ist relativ klar ersichtlich, dass das eigentlich nicht so gemeint sein kann. Weil eben er sagt, er betont ja, wir haben den Mut, uns hier hinzustellen, obwohl wir dauernd fertig gemacht werden. Und hat das auch betont, diese Art, wie sie drangsaliert werden. Es ist ja wohl relativ eindeutig, dass wenn man jetzt das beschreibt, in dem Kontext, finde ich, hat es sich für mich nicht so angehört, als wollte er jetzt körperliche Gewalt ausüben, sondern eben die GZ-Gebühren abschaffen. Aber sie legen das maximal negativ aus. Und jetzt kommt die Lenkung. Sie lenken jetzt alles, also sie nehmen jetzt eine Passage, legen sie maximal negativ aus und lenken alles darauf. Die gesamte Aufmerksamkeit lenken sie auf diese Passage. Und der ganze Rest bleibt außen vor. Also alles andere, was er gesagt hat, was auch wichtig ist und was eigentlich das eigentliche Anliegen ausdrückt und was auch die Berechtigung für die Demonstration ausdrückt, Das lassen sie weg. Und damit werden die Leute in die Irre geführt. Weil durch diese Lenkung ist das eine bösartige Täuschung. Und das, die ja bewusst gemacht wird. Weil so die Leute sich ein falsches Bild machen von dem, was passiert ist. Meuthen hat erkannt, dass Mandic sich angreifbar macht mit diesem Interpretationsspielraum und hat deswegen gleich auf ihn draufgeschlagen. Aber was Meuthen damit auch erzielt hat, selbst bei der AfD-Anhängern bei mir, ist, dass ich die Rede dann durch Meuthens Statements nachträglich negativer gesehen habe, als sie tatsächlich war und ich sie im ersten Moment erlebt habe. Und im letzten Video, falls es euch aufgefallen ist, habe ich dann nochmal nachgetreten, um dann zu betonen, nach der Rede, dass ich sie gut fand. Das habe ich gemacht, als ich das Video schon geschnitten habe und als ich die Rede eingefügt habe und sie nochmal angeguckt habe, habe ich dann gedacht, das kann ich so nicht. Ich muss jetzt erst nochmal klarstellen, dass ich die Rede gut fand, bevor ich weiterschneiden kann, weil das wäre sonst komisch rübergekommen. Ich habe mir dann sogar in dem Moment sogar überlegt, ob ich jetzt das nochmal neu drehe, das ganze Video. Aber ich habe mir dann gedacht, eigentlich, das in den größten Teilen, das passt dann schon so. Ich hoffe, ihr seid da auch meiner Meinung, weil die Argumente, das stimmt ja soweit. Also Mandic hätte sich anders ausdrücken können und es wäre immer noch klar gewesen, hätten sie ihm nicht dieses mit dem Pogrom, hätten sie ihm dann nicht anhängen können. Ja, das sind so die beiden Hauptpunkte. Wenn über die AfD berichtet wird, dann möglichst nur dann, wenn sie einen Interpretationsspielraum erkannt haben, den sie zugunsten der AfD auslegen können. Den probieren sie maximal auszureizen und die maximale Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Alles andere wird außen vor gelassen. Darüber wird nicht berichtet. Wenn sie darüber berichten würden, würden sich die Leute ein anderes Urteil bilden, als wenn sie nur diese eine Passage
gelesen haben, die sie betonen. Sie schweigen dazu einfach. Aber das ist eben die große Täuschung. Das bewusste Schweigen, das bewusste Weglassen. Das große Hochpushen und zu Ungunsten auslegen, wie bei dem Vogelschiss-Zitat. Aus der Rede ist deutlich ersichtlich, dass Gauland es zeitlich gemeint hat und nicht, wie die Artikel insinuieren, dass er die NS-Zeit als dass das Vogelschiss ist, dass es unwichtig ist. Das wissen sie ganz genau und das haben sie auch bewusst weggelassen. Sondern sie haben das so hingestellt und der Zuschauer soll dann denken, ah ja, der hat Vogelschiss zur NS-Zeit gesagt. Das ist eben eine bewusste Weglassung und hier machen sie es bei Mandzsics wieder genauso. Und Meuthen müsste dringend erkennen, dieses Vorgehen, nach Lang müsste er es dringend erkennen und müsste die Aufmerksamkeit, wenn er Statements gibt, müsste er die Aufmerksamkeit viel stärker darauf lenken. Was meiner Meinung nach ein sehr starkes Versäumnis ist von Meuthen. Und wenn er sich da nicht schnell ändert, dann wird es nicht gut ausgehen für die AfD und für Deutschland. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.